Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Ein sehr sehenswerter deutscher Beitrag zur Verfilmung von Dracula rund um den Mythos stammt von Hans W. Geißendörfer. 1970 brachte der Vater der Lindenstraße den erschreckenden Vampirfilm Jonathan in die Kinos. Es war seine zweite Regiearbeit nach dem Fall Lena Christ. Aber natürlich können die deutschen Autorenfilmer der damaligen Zeit nicht einfach einen Vampirfilm drehen. Nein, er musste eine politische Botschaft haben. Schließlich stammt der unheimliche Streifen aus dem Jahre 1970. Alle Elemente des klassischen Vampirfilms sind vorhanden. Zähne, Gräber, Kreuze, Pfahl, auch der Name Jonathan verweist auf Jonathan Harker aus Bram Stokers Dracula. Doch der Film ist mehr als ein Vampirfilm. Es ist eine politische Parabel in wunderschönen Bildern. Der Film zeigt den Aufstand des unterdrückten Volkes gegen den Adel, der dem Volk das Blut aussaugt. Die Handlung kurz erzählt: Ein junger Mann mit Namen Jonathan wird von den Intellektuellen, den Professoren, den Studenten zu den bösen Vampiren geschickt, um zu spionieren. Allerdings wird er dort erwartet und er muss Folter und Tortur über sich ergehen lassen. Dann die Wendung. Das Volk, die Bauernschaft, die bisher sich selbst quälte und ihre Wut an Schwächeren ausließ, dieses Volk erwacht nun und übt blutige Vergeltung an den Herrschenden und treibt die Blutsauger schließlich ins Meer. Der Film hier ist wirklich keine leichte Kost, aber wunderschön von Geißendörfer fotografiert. Es gibt kaum Dialoge, dafür eine Kombination aus Bildern und Musik. Und die Farben des Set-Designs sind sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Die dominanten Farben sind schwarz, weiß, rot. Diese Farben kennen wir doch, oder? Gedreht wurde auf Schloss Pommersfelden bei Bamberg, der Gründungsbau des fränkischen Barocks. Die Einstellungen im Film sind meist totale. Es sind kaum Details. Geschnitten wird nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Damit wird der Film für die jüngeren Zuschauer auch eine Tortur. Gerne würde ich mich mal mit Geißendörfer zu seinem Film unterhalten. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit. Auf der DVD gibt es auch ein aufschlussreiches Interview mit Geißendörfer. Und im Film natürlich sind allerlei Anspielungen auf die Kapitalismuskritik der linken 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu sehen. Macht Spaß, darüber nachzudenken. Auch das Kommunardenleben wird visuell zitiert. Die Kommune 1 mit freier Liebe lässt grüßen. In der Szene schauen Bauern einem jungen Paar beim Sex zu. Ja, der Film selber wurde ein finanzieller Erfolg. Rund 1 Million Zuschauer gingen 1970 in die Kinos. Damit hatte Geißendörfer Geld für weitere Produktionen. Heute ist es sehr, sehr schwer, eine Kopie des Films zu bekommen. Es gab mal eben diese Arthouse-Kollektion auf DVD. Dort ist auch das Presseheft als PDF hinterlegt. Im Interview, auch im Add-on, wird von einer härteren japanischen Version gesprochen, die ich allerdings noch nie wirklich gesehen habe. Im Interview betont Geißendörfer, dass es hier exzessiv mit Kunstblut gearbeitet wurde. Gerne würde ich mal diese Version in die Finger bekommen. Es ist an der Zeit, dass eine restaurierte Blu-ray-Version von Jonathan auf den Markt kommt. Und ich empfehle allen, die diesen Film irgendwie in die Finger bekommen können, sich Jonathan anzuschauen. Danke.